Muhahaha, Area 51. Und es geht weiter. Die kleine Lara ist da. Hallo. So, und wie findest du es bisher? Gut. Ja, würdest du sagen, das würdest du auch spielen wollen? Nee. Nee, zu schwer? Warum? Dieses Hefty Wonder, das ist zu schwer. Diese Area 51? Ja. Ja, aber es macht nichts. Irgendwann kannst du es, ne? Super. Willst du weiter, dass wir spielen? Ja? Ja. Gut, legen wir los. Legen wir einfach wieder los, Freunde, und spielen Area 51 mit Toteffekt. Die kleine Lara, wenn sie mitsprechen will, muss immer höher kommen, ne? Also das ist ganz wichtig. Sie kriegt das ja nicht so mit. Na? So. Aber da kann ja auch die Regie mal Instruktionen geben. Dafür ist sie ja da. Ja, Freunde, schön, dass ihr weiterhin dabei seid und euch weiterhin an Let's Play Tomb Raider Nummer 3 erfreut. Und schon sammeln wir einen Luststab ein. Cool, ne? Ja, das ist wichtig. Du wirst auch gleich sehen, wofür, ja? So. Wollen wir mal gucken. Ja, wir nehmen auch heute Hardcore viel auf. Das ist unbedingt wichtig. Nein! Okay. Wir haben das überlebt. Da sage ich jetzt. Sage ich jetzt nichts zu, Freunde. Dann spielen wir einfach weiter. Ich habe gerade Trüffel gegessen. Und fühle mich davon voll besoffen. Ich meine, das kann ja nicht angehen, ne? Dass man von Alkohol Trüffeln irgendwie voll einen im Tee hat. Aber naja, gut. Bei mir ist es denn jetzt so. Ich hab gesoffen. So. Trüffel. Trüffel, ey, das ist doch kein Alkohol. Aber da ist so Champagner-Geschmack und so drin. Natürlich nicht echter, ne? Das könnten wir uns ja nie leisten, aber... War schon nett. Ja, kann ich auch nichts für. Schon ist der Alarm zu Ende, warum auch immer. Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Also ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Wir haben auf jeden Fall dieses Ding gefunden, was hier irgendwo eingesetzt werden muss. Ach ja, hier ist die Kameraüberwachung. Hier werden wir ja dauerhaft... Oh, der Alarm, könnt ihr euch sparen? Brauchen wir nicht. Nein! Was ist das denn für eine Scheiße? Boah. Alter. Oh, nee. Also da müssen wir auch gar nicht lang. Okay. So. Das ist ja kacke. Haben wir dieses Teil schon? Oh, warum speichere ich nicht? Was ist mit mir los? Jetzt wären wir ohne das Teil los. Oh, nee. Also jetzt habe ich aber echt, glaube ich, gerade das Licht am Alkohol von diesen komischen Trüffeln. Mir ist auch warm und so. Ich ziehe mich mal aus. Ja, es will keiner sehen. Naja gut, ich mache ja Bodybuilding, ne? Aber naja, gut. Sieht ja eh keiner. So. Ist ja auch nicht für jedermann bestimmt. So. Wo ist denn das Ding da? So, das Ding haben wir jetzt, okay? Unbedingt merken, wir haben es. Wir haben es. Aber wo kam das jetzt hin? Verdammt. Das ist, wenn man eine Spielepause macht, dann weiß man das immer hinterher nicht mehr so. Na, das ist doch nachteilhaft. Spielepausen sind nachteilhaft. Ja. Speichern? Ja. Ja, wenn du mitmoderieren willst, musst du näher kommen. Das kann ich dir jetzt aber auch nicht alle 5 Minuten erörtern. So, und runter. Machen wir das gut? Ja. Sicher? Ja. Können wir das? Ja. Ja, warum? Weil wir so gut sind. Weil wir so gut sind? Ja. Ja. Und sind die Zuschauer auch nett? Ja.
Ja, ne? Alle total cool. Ja. Schön, dass ihr immer noch dabei seid und dass ihr Let's Play Tomb Raider genießt. So. Ja, dann nimm mal ab. Dein Klüver? Ja, so. Das ist doch schön. Jetzt ruft einer an, während ich gerade spiele, klingelt das Telefon. Ist aber alles halb so wild. Ach, das geht doch, ne? So. Schön, Freunde, wir sind jetzt in der großen Halle. Mit Falco und Co. Abendbrot essen? Ja, wenn ich fertig bin, sag Bescheid. So. Es wird gerade angerufen, ob ich da mit den Leuten Abendbrot essen will. Ist ja nett, ne? Ich werde zum Abendbrotessen eingeladen. Ja. Kann man ja auch mal machen, ne? So, hier ist die Raketenscheiße. Die originale Raketenscheiße, die wir hier... Oh, steckt das ein, Lara. Die originale Raketenscheiße, die wir hier schon ein paar Mal hatten. So. Ah, Maracuja. Genau, da wollten wir hin, Freunde. Nur dort ist unser Ziel. Und wir öffnen eine neue Tür. Überraschung! Weiter im Text. Nein, bitte nicht. Nö, komm! Komm! Sterben! Gut. Sterben! Mein Freund. So, kann man die Scheiben zerschießen? Nö, kann man nicht. Wie billig. Wie billig ist das? Da oben ist Strom, glaube ich. Das ist eine stromgeprägte Schiene. Das ist eine stromgeprägte Schiene. Da können wir jetzt noch nicht drauf. Ey, das wird immer undurchsichtiger, findet ihr nicht? Es wird immer undurchsichtiger hier, der Laden. Kann man da eigentlich nicht unter durchkriechen? Na gut. Was mache ich mir Sorgen, ey? Warum habe ich mir Sorgen gemacht, wenn man da unter durchkriechen kann? Da liegt was. Oh, bitte was Gutes. Ja, das ist was Gutes. Das ist Shotgun-Muni. Die nehmen wir doch. Gut, da geht nichts weiter. Das war klar. Ist die Schiene echt stromgeprägt? Ich will das jetzt rausfinden. Ich probiere das einfach aus. Suizid ist mein zweiter Spitzname hier in dem Fall. So. Ja, seht ihr, wie die Blitze um ihre Arme kreiseln. Da ist Strom drauf, aber ich kann mir vorstellen, dass wir den Strom irgendwo abschalten müssen. Und das tun wir auch. Das tun wir auch, Freunde. Das werden wir tun. Dafür sind wir da. So, wir gucken uns einfach mal hier hinten ein bisschen um. Und wann sollen wir da sein? Eine Stunde. Oha. Du hast gesagt, dass ich noch spiele? Ja. Jo, einfach ja gesagt. Ja. So macht man das heutzutage. Da ist ja auch Strom! Okay. Boah. Also eine Stunde Abendbrot. Ja, aber man muss nochmal vorher los. Ja? Warum? Ja, Aufschnitt und ein bisschen Brot. Haben die nichts? Nein. Ja, dann Hälfte, ne? Nein. Nicht wir bezahlen. So. Ja, so ist das, ne, Leute? Wenn man irgendwo eingeladen wird, dann bezahlt eigentlich der, der einlädt. Aber naja, gut. So, wir schauen mal, dass wir hier hochklettern. Wir sind ja bis jetzt ganz gut davor, Freunde. Hi. Hallo. Du bist ja auch noch da. Ja. Die kleine Lara ist immer noch dabei. Und das freut mich auch, dass sie dabei ist. No? So, was ist das hier für ein Laden? Ach, Knöpfchen. Knöpfchen drücken. Ich glaube, die Stromschiene ist aus, ne? Das ist das Ziel hier der Party. So, Area 51 ist ja eigentlich ganz bekannt. Ist die Stromschiene wirklich ausgegangen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich guck mal kurz. Nein. Das konnte ich sogar so sehen. Aber da geht's... Okay, wir tun jetzt mal so, als wenn wir wüssten, wie es weitergeht. Da ist ein Zug angekommen. Ein Regionalexpress. Hi, du bist ja hässlich. Okay, aber irgendeinen Sinn macht das Ding. Irgendeinen Sinn hat das Ding. Nur ich muss es erstmal erkunden, wofür ist dieses Teil. So, das finden wir raus, indem wir jetzt hier schon wieder durchkriechen, was wir ja eigentlich schon den ganzen Tag machen.
So, stehen wir wieder auf und gucken mal, ob wir von da oben quasi darauf kommen, ne? So, weil irgendwie muss das ja gehen. Das kann ja nicht angehen, dass das Ding einfach nur so da rumsteht, ne? Wahrscheinlich war dieses hier erst wichtig ab jetzt, genau. Dieses Ding, diese Nische war jetzt erst wichtig, wir waren aber schon... Das war scheiße. Wir sind drüber hinweggesprungen, das wollen wir ja nicht. Trotz alledem frage ich mich, wofür das Ding da ist. Aber alles hat ja immer irgendeinen Sinn. Alles hat einen Sinn, Freunde. Alles hat ein Ende, nur die Wurst. Die hat nämlich zwei. Fragt sich jetzt, welche Wurst, ne? Natürlich die Bockwurst. Woran denkt ihr denn jetzt schon wieder, ihr perversen Leute, ey? So, was ist das denn jetzt hier oben? Was soll das? Und, ah ja, okay. Ich kann mir da schon durchaus was vorstellen. Aber auch nicht wirklich. Weil da ist alles bestromt. Aber dazu, ach so. Warum sagt mir das denn keiner? Da oben ist ein Loch. Da ist ein Loch in der Decke. Nicht schön. Und wir sind elektrisiert. Nicht schön, wenn man da wohnen müsste. Wir scheitern gerne. Das ist so ein Hobby. Das ist so ein Hobby von mir, zu krepieren. Obwohl nicht wirklich, aber im Moment wirklich. So, das macht aber nichts. Es ändert ja dennoch nichts, dass wir es nochmal versuchen müssen. Try again, sage ich immer dazu. Schön, dass ihr immer noch dabei seid, auch wenn ich gestorben bin. Es ist ja kein Grund abzuschalten, oder? So wie hier immer Meister Lampe sagt, bei Löwenzahn so. So, jetzt war es das mit meiner Sendung, abschalten. Ja, wie egoistisch eigentlich, ne? Vielleicht sind die anderen Sendungen auch gut. Das ist ja nicht so, dass die Leute alle nur Löwenzahn gucken, ne? Kennt ihr aber auch noch, ne? Wenn er sagt so, abschalten. Und Pusteblume hieß das früher. Kennt ihr noch den Begriff oder den Sendenamen Pusteblume? Pusteblumen kenne ich, das sind alte Leute. Wenn man so die Haare sieht, so Pusteblumen. So, und ich laufe in die Elektroschiene. Ey, das war mir irgendwie klar, dass das passiert. Warum habe ich nicht drauf geachtet, wenn mir das klar war? Soll ich euch das sagen? Weil ich immer an das Gute im Menschen glaube. Ja, ich glaube immer an das Gute im Menschen und das war schon wieder mein Fehler. So geht das nicht. Das sagt mir mein Verstand. Wenn ich denn überhaupt welchen habe. Das ist natürlich die nächste. Nein! Oh, ich Idiot! Ich Idiot! Also jetzt ist aber mal gut. Immer an derselben Stelle. Also das schneide ich auch nicht raus. Das, sowas müsst ihr sehen. Solche fatalen Fehler muss man der Welt zeigen. So, Jump. Da geht das ja auch auf! Das ist aber dreist! Und wenn wir hier Schnelllauf drüber machen... Geht das denn? Nö. Das darf ich echt niemandem zeigen. Dieses Video darf ich echt nicht hochfahren. Ihr lacht euch alle kringelig. Ihr denkt, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Wisst ihr eigentlich, warum ich so hektisch reagiere? Wegen dem roten Ding da hinten. Das ist eigentlich mein einziges Problem. Eigentlich gar nicht der klappende Fußboden, sondern dieses rote, hässliche Etwas. Ach toll. Man kann also hier hangeln. Warum mache ich mir eigentlich so viel Sorgen? Worüber? Worüber habe ich mir da Sorgen gemacht? Speichern. Ja. Aber es war schwer, ne? Ja. Ständig falle ich runter, darf man keinen zeigen, oder? Nee. Die kleine Lara sagt selbst, dass das peinlich ist. Also, soll das auch was heißen. Da unten ist die Stromschiene aktiv. Also irgendwie hat das aber alles Sinn. Das macht alles Sinn, solange wir nicht auf diese beschissene Schiene kommen. So. Ich guck mal kurz darüber. Das könnte gehen. Hier laufe ich hinterher! War das Dringlichkeitsgeräusch jetzt nur wegen diesem einen Mann? Oder dieses